Klar, wir sind derzeit in einer unglaublich dynamischen Situation, aber ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann. Das erste ist, wir erleben derzeit einen Crash, DAX minus 40%, nicht einmal innerhalb eines Monats, die US-Indizes minus 30%. Wenn das kein Crash ist, dann bräuchte ich mal eine neue Definition von Crash. Das ist das erste, wie gesagt. Und das zweite ist, wir erleben mit Sicherheit eine Rezession, wahrscheinlich hat die schon begonnen. Und damit tritt das ein, was die Notenbanken immer haben verhindern wollen und das jetzt sozusagen durch ein Virus, durch einen externen Schock dann doch ausgelöst wird und Notenbanken sind dagegen machtlos. Das bedeutet aber auch, wenn wir eine Rezession bekommen, dann sind nach wie vor vor allem an der Wall Street die Bewertungen sehr, sehr hoch. Schauen wir uns erstmal an, was da vielleicht interessant ist in diesem Kontext. Normalerweise funktionieren Bärenmärkte so, man hat einen schnellen, heftigen Abverkauf, den keiner kommen sieht. Das ist jetzt passiert. Ich glaube, vor 3-4 Wochen hat der IWF noch geschätzt, ja, dieses Coronavirus, das nimmt vielleicht 0,1% des weltweiten BIPs von der Uhr. Also jetzt nicht schön, aber lasst uns mal zur Tagesordnung wieder zurückkehren. Das Ding ist wohl vorbei. Wir sehen also, jetzt haben wir die erste Schockwelle gesehen. Möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich sind bald dann Erholungsrallys, impulsiv, dynamisch, wo die Leute glauben, Mensch, ist gar nicht so schlimm, ist gar nicht viel. War heftig, aber in der Summe sind die Sachen doch nicht so negativ, wie wir sie zwischenzeitlich gesehen haben. Also rennen die Märkte wieder nach oben, dynamisch. Und dann kommt die dritte Welle, die Phase 3, wo es dann nochmal heftig und deutlich nach unten geht. Die Frage ist, wann fängt die Phase 2 so wirklich an? Okay, wir hatten dann zwischendurch auch mal Anstiege von plus 10%, kommt ja vor. Aber wann vor allem beginnt die Phase 3? Das ist die große Frage. Ich will einmal ein paar Dinge zeigen, die vielleicht hier erwähnenswert sind. Gehen wir mal davon aus, dass in einer Rezession der durchschnittliche Gewinn eines US-Konzerns, der an der Börse gelistet ist, bei $100 pro Aktie liegt. Das ist die Erfahrungswerte oder sind Erfahrungswerte in einer durchaus normalen Rezession. Wir wissen noch nicht, wie stark diese Rezession sein wird. Wenn wir also davon ausgehen, dass durchschnittlich der Gewinn pro Aktie $100 ist, dann würde der S&P bei einem Stand von 2000 Punkten ein Kursgewinnverhältnis von 20 haben. Extrem teuer, eigentlich kaum erreicht. Wenn wir einen Punktestand von 1800 Punkten haben, das wären etwa 700 Punkte weniger als wir derzeit haben, dann hätten wir ein KGV von 18 und wenn wir ein durchschnittliches KGV hätten, dann müsste der S&P bei 1500 Punkten stehen. Dann hätten wir nämlich ein KGV von 15, was normal ist. Hätten wir ein KGV von 13, dann stünde der S&P bei 1300 Punkten und wäre wahrscheinlich selbst in einer Rezession unterbewertet. Schauen wir uns mal an, wie die Dinge sich möglicherweise hier noch weiterentwickeln werden. Das sind die sogenannten Gewinnrevisionen. Das pendelte meistens an einer Aufwärtstrendlinie, es ging also immer weiter nach oben tendenziell, vor allem die Revisionen, pardon, dann kommt dieser massive Einschnitt in der Finanzkrise. Sehr, sehr wahrscheinlich werden wir genau das jetzt wieder erleben, ob es genau ein so großer Downmove hier ist, was die Gewinne betrifft oder vielleicht sogar größer oder weniger groß, wissen wir noch nicht. Jedenfalls deutet vieles darauf hin, dass eine faire Bewertung in einer Rezession beim S&P bei 1800 Punkten lege, also wie gesagt wieder diese 700 Punkte. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Aktienmärkte insgesamt den Boden noch nicht erreicht haben. Die Frage ist nur, was ist jetzt noch einigermaßen weniger überteuert? Und da fällt mir der DAX ein, fällt mir eine BMW ein zum Beispiel, wenn ich die mit den US-Firmen vergleiche, die immense Verschuldung haben. Eine BMW hat extrem viel Cash, das ist jetzt keine Kaufempfehlung. Ich sage nur, die Bilanz einer BMW und anderer DAX-Konzerne ist viel gesünder als die Bilanz der US-Unternehmen im Durchschnitt. Das nur mal als Anregung, wie gesagt, keine Kaufempfehlung. Schauen wir uns jetzt mal an, wenn diese Geschichte jetzt endet, was mit Sicherheit wohl der Fall ist. Dann haben wir jetzt die längste Aufschwungphase erlebt, die es in der neueren Zeit gegeben hat. Klar, das Wachstum war relativ anämisch, aber es wird natürlich immer schwieriger, je höher man im Niveau kommt, da nochmal prozentual mehr zu wachsen. Das muss man ja auch dazu sagen. Und es ist nun so, dass gleichwohl die Rezession kommen wird. Wir hatten heute den New York Empire State Index, der den größten Fall zum Vormonat in seiner Geschichte verzeichnet hat, also seit es diesen Index gibt. Und Goldman Sachs erwartet jetzt für das zweite Quartal in den USA einen BIP-Rückgang von 5%. Das gab es nur ein bisschen heftiger noch in der Finanzkrise. Also man sieht, da ist einiges in der Mache. Gleichwohl schauen wir uns mal an, was vor allem markttechnisch jetzt interessant ist.
Die Fed hat ja gestern mit diesem 100-Basispunkte-Schritt eine absolute Notzinssenkung gemacht. In 7 von 8 Fällen, als die Fed das in der Vergangenheit gemacht hat, sind die US-Märkte, sind die US-Futures dann am nächsten Tag deutlich gestiegen. Heute war das nicht der Fall. Wir haben also schon mal eine Ausnahme. Die einzige Ausnahme, wo das nicht passiert ist, die war im Januar 2008, Finanzkrise. Deutet also auch manches darauf hin, dass wir einige Parallelen sehen werden zur Finanzkrise. Wir haben jetzt dann schon Vorschläge, zum Beispiel, dass jedem amerikanischen Bürger $1.000 geschenkt werden und den Kindern amerikanischer Bürger jeweils nochmal $500. Wir haben also praktisch Helikoptergeld. Sowohl bei Liberalen als auch bei konservativen US-Abgeordneten gewinnt diese Idee immer mehr Anhänger. Wir haben jetzt praktisch MMT, diese Modern Monetary Theory, die praktisch eben auch Helikoptergeld befürworten, solange keine Inflation daraus entsteht. Und Sven Hendrik sagt hier, nach 11 Jahren, in denen wir die Märkte mit Liquidität geflutet haben, in denen wir uns immer exzessiver verschuldet haben, ist das Rezept jetzt, die Märkte erneut mit noch mehr Liquidität zu fluten und die Schulden noch weiter explodieren zu lassen. Da muss man vielleicht mal auch drüber nachdenken. Wir haben, wie gesagt, beim DAX Dinge gesehen, 40% in nicht mal einem Monat. Wir sehen, beim Eurostox ging es 40% runter. Wir sehen beim VDAX jetzt Werte von 91. Das hatten wir nicht mal in der Finanzkrise gesehen. Faktisch rechnen also die Marktteilnehmer, dass der DAX eine prozentuale Veränderung von 90% in etwa machen wird in den nächsten Monaten, muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht wenig. Und vielleicht abschließend noch zwei Dinge. Wir hatten ja jetzt die Fed gesehen, die praktisch Swap-Linien an andere Notenbanken vergeben hat. Die Schweizer Notenbank, die japanische, kanadische und so weiter und so fort. Aber nicht die chinesische, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Aber die Chinesen brauchen, wenn sie ihre Wirtschaft wieder einigermaßen nach oben kriegen wollen, dann brauchen sie Dollars, denn sie müssen Öl kaufen in Dollar, sie müssen also Dollarliquidität generieren. Das könnte jetzt ein Riesenproblem für China sein, aber auch für die USA, denn es gibt Gerüchte am Markt, dass wenn die Chinesen eben nicht auf diese Swap-Linie der Fed zugreifen können, um sich Dollars zu verschaffen, dann müssen sie Staatsanleihen verkaufen und das wäre sozusagen, nämlich amerikanische Staatsanleihen, um diese Dollars zu generieren. Das wäre ein Riesenproblem, deswegen wird da die Fed vielleicht nochmal was tun müssen. Und abschließend nochmal vielleicht ein paar positive Hinweise. Wir haben jetzt einen deutlichen Anstieg von Insiderkäufen. Die Insiderverkäufe sind deutlich zurückgegangen. Wir haben als positive Nachricht, dass in der Lombardei in Italien, diese Region, die sehr wirtschaftsstark ist, das erste Mal oder die Fälle von Neuinfektionen so stark rückläufig waren oder so wenig Neuinfektionen wie seit einer Woche nicht mehr. Und hier möchte ich Ihnen aus den USA ein schönes Bild zeigen. Da heißt es, aufgrund des Ausbruchs von Dummheit und Panikkäufen von kompletten Idioten erlebt die Nation derzeit eine Knappheit von Toilettenpapier. Aber das wird bald wieder hergestellt, sobald diese Idioten, die sich sozusagen mit Schafsgemüt mit diesem Toilettenpapier eingedeckt haben, solange die oder wenn die dann verhungert sind, weil sie so viel Toilettenpapier haben, aber nichts zu essen haben. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass die Leute Toilettenpapier horten, denn Toilettenpapier dürfte auch in einer sehr großen Krise eher zu bekommen sein. Es werden andere Dinge sein, die nicht zu bekommen sind, wo Lieferketten nicht funktionieren. Toilettenpapier gehört wahrscheinlich nicht dazu und außerdem haben wir noch die Zeitung, nicht wahr? Also schauen wir uns mal ein paar Charts an, was wir hier sehen. DAX natürlich hier auf Tagesbasis von Kapital.com sehen wir, dass die Dinge hier ein bisschen dumm gelaufen sind. Der DAX 7000 Punkte verloren in nicht mal 4 Wochen. Das könnte man dann als leichte Kursschwäche interpretieren. Wir sehen hier den S&P 500 2455. Ähnliches Bild beim Dow, der teilweise heute dann noch schwächer ist. Auch hier auf Tagesbasis wegen Boeing, die saufen relativ ab. Schauen wir uns mal auf anderer Zeitebene hier Euro-Dollar an. Da scheint jetzt Dollarschwäche reinzukommen, 1,1174. Wir sehen Gold, das heute dann auch zwischenzeitlich abverkauft wurde. Sich jetzt aber wieder ein bisschen erholen kann, 1492 und Amerikanski Crude Oil. Das ist aktuell bei $29.12. Da ist die Chance auf einen Boden, wenn der nicht hält, geht es noch weiter runter. Deflationärer Schock ist nach meiner Auffassung das Wahrscheinliche. Und wenn dann die Dinge sich ein bisschen entspannen, dann ist so viel Liquidität im System, dass wir dann einen massiven inflationären Schock bekommen. Das dürfte in etwa das Drehbuch sein, das auf uns zukommt. Also, das ist die Lage der Dinge. Das ist das, was ich Ihnen dazu zu sagen habe über Crash und Rezession. Die Aktienmärkte haben wahrscheinlich den Boden noch nicht gefunden. Es muss noch tiefer sein, vor allem die Wall Street.
Und wir werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Rezession bekommen. Schauen Sie sich nur in Ihrem Umfeld um, wie viele Menschen jetzt in Firmen arbeiten, die eben nicht mehr arbeiten. Das wird so schnell nicht vorbeigehen. Dementsprechend wird das nicht zu verhindern sein. Ich wünsche gleich mal einen schönen Abend und sage Servus und Ciao.